Electrif.net, der Branchendienst für Elektromobilität. Mit freundlicher Unterstützung von CMS Hasche Siegle, weil Innovation ihr gutes Recht ist. Ja, meine Damen und Herren, wir sind für Sie unterwegs auf der Mobilitec im Rahmen der Hannover Messe 2013. Sie wundern sich vielleicht, dass Sie mich noch nicht sehen. Das liegt daran, dass ich hier erst mal 30 Meter laufen muss durch die Autotram der Firma Göppel. Ein Wahnsinnsbus, wie ich finde, rein elektrisch unterwegs. Bevor wir den dann bald auf den deutschen Straßen sehen, schauen wir uns aber erst mal die Antworten unserer großen Videoumfrage an. Wir haben nämlich unsere Interviewgäste gefragt, wohin sich die Elektromobilität in den nächsten 5 Jahren entwickeln wird. Viel Vergnügen. Ja, das ist ja dann 2018 und wenn ich mir unseren Plan angucke, werden wir dann erfolgreich den Markthochlauf bewältigt haben und genau in einen sogenannten selbsttragenden Markt einmünden, wo keine Unterstützungen mehr nötig sind. Und Elektromobilität wird damit auch normaler Teil im Bild des deutschen Stadtverkehrs sein. Schon heute fährt meine Frau mit dem Elektroroller zur Arbeit in Aachen, der Stadt der kurzen Wege. Zukünftig werden wir in Berlin zum Wannsee mit Kind und Kegel fahren und dort vielleicht mit einem i3 eine entsprechende Ladestation haben. Also Elektromobilität wird selbstverständlich. Ich denke, da haben wir einen klaren Blick drauf und eine klare Zielvorgabe. Wir werden in den nächsten Jahren mehrere Produkte, sei es reine E-Fahrzeuge oder auch Plug-in-Hybride, auf den Markt bringen, sodass wir 2018 roundabout 3% des Gesamtproduktionsvolumens als E- oder Plug-in-Fahrzeuge abbilden können. Ich glaube, dass der Ölpreis sein Übriges dazu tun wird, dass der Druck, Alternativen zu schaffen, größer wird. Ich glaube, dass die Technologie, die heute schon sehr weit ist, weiter voranschreiten wird und durch Skaleneffekte, gerade in der Automobilbranche, die Kosten insgesamt auch günstiger werden. Ich glaube, nach der Hype-Phase, die wir in der letzten Zeit gehabt haben, sind wir in einer gewissen Ernüchterungsphase. Und ich glaube, das Thema Elektromobilität braucht mehr Zeit, als zumindest die Öffentlichkeit manchmal meint. Aber ich bin sehr überzeugt davon, dass die Elektromobilität durchsetzen wird. Aber wir brauchen einen langen Atem, wir brauchen noch einiges an technologischen Entwicklungen, die dafür notwendig sind. Und je nach Rahmenbedingungen bin ich auch durchaus optimistisch, dass wir dieses 1-Million-Ziel der Bundesregierung durchaus noch erreichen können. Die Elektromobilität entwickelt sich meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach die nächsten 5 Jahre zu einem intermodalen Netzwerk. Das heißt, dass ich Ladeinfrastruktur am besten europaweit mit einem Kartenkreis abwickeln kann und dementsprechend auch vernetzen kann. In 5 Jahren wird Elektromobilität ein ganz normaler Bestandteil einer jeden Überlegung eines Autokaufs sein. Wir werden Elektroauto tagtäglich im Alltag sehen. Wir werden über das Thema Reichweite nur noch schmunzeln, so wie wir heute über die Handy-Laufzeiten eines Akkus schmunzeln, dass wir es auch jeden Abend wieder einstecken müssen im Vergleich zu vor 5 Jahren noch. Es wird ein wesentlicher Teil der Energiewende sein und wir werden alle sagen, hätten wir nicht gedacht, dass es so schnell geht und so einen relevanten Anteil unseres Straßenbildes darstellt. Ich glaube, die Elektromobilität wird sich planmäßig entwickeln. Das sieht man zum einen an der Europäischen Kommission, die entsprechende durch einen Entwurf einer Direktive den flächendeckenden Aufbau der Ladeinfrastruktur unterstützt. Und man sieht es auch an den OEMs, die im Spätherbst attraktive Fahrzeugmodelle auf den Markt bringen werden. Sie wird sich sehr gut und sehr prächtig und sehr positiv entwickeln, weil wir gar keine Alternative dazu haben. Denn wir haben damit zum ersten Mal alle möglichen technologischen Felder und Kompetenzen, die wir in Deutschland haben, so geschickt zusammengerührt, dass wir eine zukunftsfähige, nachhaltige Lösung für Städte, für ländliche Räume haben, die wirklich weltweit exportierbar ist. Electrif.net, der Branchendienst für Elektromobilität. Mit freundlicher Unterstützung von CMS Hasche Siegle, weil Innovation ihr gutes Recht ist.